Fettparty gefeiert und dann hat es irgendwann Klick gemacht und dann hat dieser schöne Kenwood-Verstärker seinen Geist aufgegeben. Ich war auch anwesend auf der Party. 60. Geburtstag von einem guten Freund von mir, haben wir nochmal richtig Gas gegeben. Ja, und dann war plötzlich die Musik aus. Ja, und schon habe ich einen Auftrag gekriegt. Mach mal ganz. Ja, und das machen wir heute. Ich gehe mal davon aus, dass hier bei dem Verstärker die Endstufe einen weggekriegt hat. Denn das Gerät schaltet zwar noch ein, man kann ihn bedienen, aber wenn man hier auf die Lautsprecher Umschaltknöpfe drückt, dann hört man das Relais nicht klacken und auch dieses Relais von der Schutzschaltung der Endstufe, was ja, sage ich mal, viele Verstärker dieser Klasse haben, schaltet nicht ein. Das ist ja normalerweise so, wenn man so einen Verstärker hier einschaltet, nach so ein paar Sekunden hört man immer so ein leichtes Klicken. Ne, da ist das Relais von der Schutzschaltung der Endstufe, also da wird mechanisch dann die Buchsen auf der Rückseite, wo dann hier die Lautsprecher angeschlossen sind, dann mit der Endstufe verbunden. Ja, und wenn da eine Störung in der Endstufe ist, dann trennt die das sofort auf. Ja, und das Relais höre ich hier nicht mehr. Heißt also, der erste Ansatzpunkt ist natürlich mal hier einen Blick in die Endstufe zu werfen und mal zu gucken, was da passiert ist. Wahrscheinlich ist einer der Endstufentransistoren kaputt gegangen oder auch mehrere oder nur die Sicherung, wie auch immer. Da gucken wir uns jetzt hier mal genauer an. Und dazu machen wir mal eben den Gehäusedeckel ab und werfen dann mal einen Blick ins Innere von diesem Verstärker. Ja, ein relativ schöner, übersichtlicher Aufbau dieser Verstärkereinheit hier. Man sieht hier oben rechts, ne, ist der Transformator, der die Betriebsspannung hier über einen Gleichrichter und die Siebelkus dann hier den Endstufen zur Verfügung stellt. Ja, dann sieht man hier noch das kleine Standby-Netzteil. Hier sind die Sicherungen. Ja, und dann sieht man hier noch die ganzen Bauteile und Kondensatoren, Widerstände, Transistoren, die die Endstufe natürlich auch noch braucht. Dann sieht man hier die kleinen Potis, die sind für den Ruhestrom. Ja, und dann hier an der Seite ist dann der Tuner, also der Empfängermodul, und hier vorne ist dann das ganze Bedienelement mit dem Bedienteilcontroller, der dann hier die ganzen Regler steuert und das Display ansteuert. Ja, die erste Messung, die ich jetzt mache, ist natürlich mal hier an den Endstufentransistoren zu schauen, ob die in Ordnung sind, sprich mal mit dem Durchgangstester dran gehen, gucken, ob da einer dabei ist, der einen Kurzschluss hat. Ja, da werde ich auch mal hier die Sicherung natürlich mal durchmessen, ob die in Ordnung sind. Ja, und dann mal die Betriebsspannung prüfen, ob die hier anliegt. Also sprich, ob die Endstufe überhaupt funktionieren kann. Denn die kriegt ja hier über diesen Gleichrichter die eben erwähnte Betriebsspannung, damit das Ganze auch funktionieren kann. Die Transistoren hier sind ein bisschen, ich würde mal sagen, etwas anders als euch vielleicht bekannte Transistoren. Das ist so ein, ich glaube, die nennen sich Hybrid-Transistoren. Da kann ich hier an der Stelle mal ein Schaltzeichen oder mal ein Typenblatt von diesen Teilen einblenden. Dann seht ihr genau, was ich da meine. Da sind also zwei Stufen mit drin, so dass die sich hier im Prinzip eine Treiberstufe sparen und die nicht hier auf die Platine bestücken müssen. Der Verstärker hier, der hat noch mehr Fehler. Unter anderem ist hier dieses Lautstärke-Regelpoti. Das hört man so ein bisschen, das klackert. Das ist wohl irgendwie lose. Ja, die Fernbedienung hier, die geht wohl auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Die soll ich dann gleich auch mal mit nachgucken. Manche Tasten gehen wohl oder manchmal reagiert er nicht richtig drauf. Ja, und dann ist der Radioempfang wohl auch sehr schlecht. Das nutzen die zwar kaum noch, aber die hätten das ganz gerne wieder, dass der Radioempfang geht. Da kann man dann keinen Sender finden. Der Suchlauf läuft anscheinend von alleine komplett durch. Und wenn man da auf Handabstimmung geht, dann kriegt man die Sender nur, ich sag mal, ganz verrauscht rein. Da soll ich auch mal nachgucken. Aber erstmal ist natürlich klar, schauen wir uns die Endstufe an. Die Sicherung hier, die kann ich jetzt ganz einfach mal schnell hier mit dem Durchgangsprüfer überprüfen. Der piepst dann, wenn die in Ordnung ist. Da geht man hier einfach mal an die äußeren Anschlüsse, an diese kleinen Metallstückchen dran. Und dann kann man natürlich gucken, ob die Sicherung hier in Ordnung ist. Ja, die erste hier, die rechte, die funktioniert. Und bei der linken hier, ja, da hört man nichts. Da wird also schon mal eine der Sicherungen kaputt sein. Gehe ich mal davon aus. Und dann hole ich die Sicherung mal raus und werde die dann gleich mal ersetzen. Bevor wir da aber eine neue reinmachen, checken wir natürlich mal, was ist der Grund, weshalb die Sicherung hier durchgegangen ist. Denn so eine Sicherung, wenn die auslöst, muss ja einen Grund gegeben haben. Und klar, die Musik war extrem laut und das Gerät hat natürlich auch schon, ich sag mal, 4-5 Stunden an dem Abend gelaufen. Da kann es natürlich mal sein, dass eventuell hier aufgrund von Überhitzung dann die Sicherung hier ausgelöst hat. Aber jetzt einfach eine neue reinzumachen, wäre fatal. Man prüft nämlich erstmal jetzt hier, ob die Teile, die am meisten kaputt gehen bei so einer Geschichte, sind natürlich hier die Endstufentransistoren.
wenn die einen Schuss haben, löst natürlich hier die Sicherung sofort aus. Die werden wir natürlich auch mal als erstes überprüfen und gucken, ob das soweit alles in Ordnung ist. Dazu nehmen wir auch wieder unser Multimeter, gehen damit hier in den sogenannten Diodentest. Dann zeigt er uns ja hier die Flussspannung an. Und bei so einer Halbleiterstrecke, bei einem Silizium-Halbleiterbauteil sind das meistens so, ich sag mal, plus minus 0,5, 0,6, 0,7 Volt. Das ist dann die sogenannte Flussspannung. Und wenn er dann plötzlich hier piepst, da haben wir natürlich einen Kurzschluss. Und dann wissen wir natürlich, dass einer der Transistoren auf jeden Fall schon mal eine Macke hat und man das Gerät auf gar keinen Fall einschalten sollte. Außerdem gehe ich noch hin und überprüfe den Gleichrichter. Der Gleichrichter, der ist hier im Brückengleichrichter, also sind vier Gleichrichterdioden in einem Gehäuse. Das kann auch schon mal sein, dass dann im Gleichrichter aufgrund von Überlast dann eine Diode kaputt geht. Ja, und dann bekommt die Endstufe natürlich eine Brummspannung oder auf einer Seite gar keine Spannung. Und dann funktioniert das Ganze natürlich auch nicht richtig. So, also am Gleichrichter hier, wenn da mal an die Punkte dran geht, da piepst der jetzt hier einmal. So, hört aber von alleine wieder auf. Das liegt daran, dass der jetzt natürlich hier mit der Prüfspannung für den Multimeter hier die Ladekondensatoren auflädt. Das verschwindet dann ein paar Sekunden. So, wenn man dann an die Wechselspannungseingänge von dem Gleichrichter geht, dann piepst der dauerhaft. Das liegt nicht daran, dass der einen Kurzschluss hat, sondern liegt daran, dass wir natürlich auch parallel zum Gleichrichter die Wicklung liegen haben. Also bei Messungen in der Schaltung immer aufpassen, da müsst ihr genau wissen, was man da erwartet oder nicht erwartet, weil sonst kann das natürlich hier ganz schnell zu Fehlmessungen führen. Also im Zweifel dann immer hier so ein Bauteil auslöten. So, dann gehen wir mal an die Endstufentransistoren. Oh, der erste, der piepst direkt, dann ist hier der obere. Ja, da ist überall nichts, das sieht überall gut aus. Der nächste. Ups, da bin ich abgerutscht. Nee, piepst aber nicht. Zeigt uns hier so eine Flussspannung an mit 450. Ja, ist ein bisschen zu niedrig, aber liegt wahrscheinlich daran, dass hier auch Bauteile parallel oder an den Transistor angeschlossen sind, die unser Messergebnis verfälschen. Wir überprüfen ja, wie gesagt, erstmal nur grundlegend hier die Transistoren auf dem eventuell vorhandenen Kurzschluss. Ja, dann würde ich sagen, holen wir den mal raus und erneuern den. Und dann kann man, glaube ich, mal eine Sicherung reinmachen und das Gerät mal einschalten. Oh, was mir hier auch auffällt, ist die Schraube hier, die ist gar nicht so richtig fest von diesem Transistor. Die geht ganz leicht raus. Prüfe ich dann mal hier an den anderen. Ne, die sind alle fest. Die ist auch fest. Und die ist auch relativ fest. Ja, kann natürlich sein, dass er hier wahrscheinlich keinen richtig guten thermischen Kontakt gekriegt hat. Ne? Wäre zumindest eine mögliche Ursache, weshalb der hier kaputt gegangen ist. Bei diesen Transistoren hier blende ich euch gerade mal auch das Schaltbild ein. Das ist ja so eine spezielle Geschichte hier von Kenwood. Die nennen sich, glaube ich, Trade-Transistoren. Die musste ich jetzt auch gebraucht bestellen, weil ich die jetzt über normalen Ersatzhandel leider nicht so einfach rangekommen bin, wie ich mir das vorgestellt habe. Da habe ich jetzt hier so ein Pärchen für 10 Dollar beim Auktionshaus des Vertrauens bestellt. Und da mache ich dann auch ein Pärchen dann raus und dann habe ich dann noch einen in Ersatz. Ja, den klebe ich dann dem Besitzer hier mit ein bisschen Klebeband unten rein. Kann da vielleicht mal passieren, dass so ein Ding nochmal irgendwann kaputt geht, was ich nicht hoffen will. Und da hat man dann einen noch über. Wenn euch solche Repair-Videos hier gefallen, reparieren statt wegwerfen, ist ja mein Motto. Ja, dann ist jetzt hier an der Zeit, mal auf den Abo-Button zu drücken. Ich habe ja schon bereits viele, viele andere Videos hier zum Thema HiFi-Reparaturen und auch von solchen Verstärkern gemacht. Könnt ihr natürlich gerne mal hier bei mir im Channel reingucken. Beziehungsweise euch auch die anderen Repair-Videos, die ich hier zu dem Thema gemacht habe, mal anschauen, wenn hier an der Stelle nicht das Richtige für euch dabei ist. So, dann nehmen wir den mal raus, den Transistor hier, und machen dann den neuen rein. So, festgelötet ist das Ding. Nur noch festschrauben. Und dann neue Sicherung rein. Und dann gucken wir mal, ob das zum Erfolg führt. Dann würde ich mal sagen, drücken wir mal auf die Standby-Taste und gucken, ob das jetzt hier anspringt. Ja, Relais klickt. So, Radio ist da. Ah, Endstufendrehle hat auch geklickt. Ja, das war sofort erfolgreich und die Endstufe ist nicht kaputt gegangen. Jetzt prüfe ich natürlich trotzdem nochmal die Betriebsspannung.
und guckt mal, ob die vorhanden ist an den Endstufentransistoren. Und da geht man immer am besten auf den Kollektor, ne, weil am Kollektor wird bei jeder standardmäßigen Endstufe ja dann die positive bzw. negative Betriebsspannung angeben. Dann müssten hier unten die minus 55 Volt sein, jawohl. Und dann haben wir hier oben nochmal minus 55 und da haben wir dann auch nochmal plus 55. Ja, also die Endstufe hier, die läuft. Wenn jetzt hier die Transistoren aufgrund eines Defekts in der Schaltung mit Gleichspannung angesteuert werden, was nicht der Fall sein darf, dann würden die natürlich leicht durchsteuern und dann wäre natürlich jetzt hier auch auf dem Emitter eine Gleichspannung und die wertet diese Schutzschaltung aus. Auch wenn die sehr, sehr gering ist, dann löst die sofort aus und dann würde das Relais nicht ziehen. Also das ist erstmal ein gutes Zeichen. Ich würde einfach mal sagen, wir geben jetzt mal ein bisschen Signal drauf, beziehungsweise wir machen jetzt hier mal die Antenne dran und dann ziehe ich mir mal Kopfhörer auf und dann gucken wir mal, ob da Musik rauskommt, ne? Ob wir da schon was hören. Ja, ein Kanal ist Ton da, linke Kanal ist kein Ton da. Da haben wir also noch ein Problem. Ja, ein Kanal ist Ton da, der andere nicht. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so toll. Prüfen wir natürlich mal, wo jetzt hier der Fehler liegt. Heißt, ich gehe jetzt mal hier an die Endstufentransistoren dran. Da müsste ich ja dann eventuell feststellen können, ob hier überhaupt die Transistoren mit Signal angesteuert werden. Also sprich, ob da ein Signal, weil das vom Radio kommt, über die ganze Elektronik hin, dann bis an die Endstufen dran kommt. So, und dann müssten wir ja jetzt hier an den Endstufen mal gucken, ob da Signal ankommt. Ja, wenn ich da auch auf meinen Oszilloskop einen Blick werfe, was jetzt hier hinter mir an der Seite steht, dann sehe ich, dass jetzt hier an der Endstufe Signal anliegt. Also ich habe jetzt hier den Tuner laufen mit abgezogener Antenne. Aber ich habe natürlich das Rauschen jetzt, was ich hier sehe. Und das ist jetzt hier auf der unteren Endstufe schon mal vorhanden auf beiden Transistoren. Also die wird angesteuert. Und dann gehen wir jetzt hier mal auf die andere Seite, auf den anderen Kanal. So, da sehe ich da hinten auch ein Rauschen. Und da sehe ich auch ein Rauschen. Heißt also, die Endstufe wird auf jeden Fall angesteuert. Gut, also die Endstufe, die scheint wirklich zu laufen. Jetzt haben wir wahrscheinlich hier in der Führung des Signalwegs irgendwo ein Problem. Ich kann jetzt mal hingehen, hier die Lautsprecher einschalten. Man kann hier vorne mit den Tasten die Lautsprecherpaare umschalten. Da hört man die Relais dann hier klicken. So, jetzt gehen wir mal auf den A-Modus und gehen mal direkt hier hinten dran. Ja. Da ist Signal, da ist auch Signal und da ist auch Signal. Ja, da wird wohl hier mit der Kopfhörerbuchse irgendwann nicht stimmen. Sehr merkwürdig, weil eigentlich wird die ja nur über einen Spannungsteiler hier irgendwie abgegriffen, denke ich mir mal. Da machen die ja kein großes Hexenwerk. Da ist ja nicht nochmal ein separater Kopfhörerverstärker drin in dem Ding. Ja, da müssen wir hier mal einen Blick drauf werfen. Was hier der Fall ist. Ach, da sehe ich es schon. Ich will mal sagen, Konstruktionsfehler. Uiuiui. Ich zeige euch das mal aus der Nähe, was da der Fall ist. Man sieht hier an der Stelle die Kopfhörerbuchse, das schwarze Teil hier unterhalb dieses roten und schwarzen Kabels. Und dann ist hier so ein kleiner Stecker. Ne, der hat hier so ein weißes und ich glaube, es sind zwei graue Kabel, die hier von der großen Hauptplatine da kommen. Ja, und hier ist so ein Bügel drüber, ne, so ein Stahlbügel. Und der sitzt hier unten auf der Platine. Und der ist so weit hier gebogen, dass der hier an einem der kleinen winzigen Steckkontakte, ne, hier, das Drähtchen abgerissen hat. Ne, da sieht man nur noch die blanke Isolierung. Und darunter ist dann anscheinend der Kontakt hier nicht mehr gegeben. Das löten wir natürlich mal wieder ordentlich fest. Und dann müsste auch der Kopfhörer wieder gehen. Dieser kleine Drahtbügel, der dient natürlich dazu, die Anschlusskabel hier ein bisschen von dem Netzspannungsanschluss wegzuhalten. Aber den gleich abzuknicken, ist natürlich auch nicht so die Lösung. Das sollte natürlich nicht der Fall sein. So, kommt da ein bisschen Lötzinn drauf. So, ist das Drähtchen da fest. Eine andere Sache, die hier noch bemängelt wurde, war ja hier der Lautstärkeregler, der ja so, ja, man hört schon so komisch klappert. Da wird wahrscheinlich hier diese Mutter los sein, die hier den Regler festhält. Ja, merkt man schon hier, die Mutter, die kriegt man mit der Hand gedreht.
Die ziehen wir jetzt einfach mal nach. Ja. Und dann ist das Ganze auch schon wieder fest. Ja, und schon ist das Klappern weg. Jetzt haben wir noch ein Problem mit dem UKW-Tuner. Da hatte der ja gesagt, dass der Empfang nicht mehr so dolle ist. Gut, inwiefern ich da was machen kann, weiß ich natürlich nicht. Aber ich werfe zumindest mal ein geschultes Auge hier auf die Platine und gucke mir mal speziell hier die Eingangsbuchse an. Also da, wo hier das Antennenkabel draufkommt. Denn da ist ja meistens so, dass das aufgrund von mechanischer Beanspruchung eventuell sich hier eine Lötverbindung gelöst hat und dass deshalb zu einem etwas schlechteren Befang kommt. Weil mehr werde ich da wahrscheinlich eh nicht dran machen können. Naja, da hatte ich die richtige Vermutung. Da sind auch kalte Lötstellen. Das zeige ich euch mal hier nochmal aus der Nähe. Kann man eigentlich ganz gut sehen. Wenn man sich hier diese Lötstelle mal ein bisschen genauer anguckt, ne, dann sieht man, die hat so einen Ring hier. Ja, da ist so ein bisschen das Lötzinn aufgeplatzt. Und hier hinten an der Stelle, da sieht man es nicht so genau. Da ist aber der Anschluss von der Masse und hier ist dann der Anschluss von dem UKW-Signal. Also da ist der mittlere Pin von dem Antennenstecker. Der geht dann hier auf so einen Feldeffekt-Transistor. Und ja, da ist hier der Anschluss einfach kalt gelötet aufgrund von mechanischer Beanspruchung. Ja, das löten wir nochmal eben nach. Und dann werde ich die Anschlüsse hier von dem Mittelwellen-Klemmfeld natürlich auch nochmal nachlöten. Das sieht auch nicht so toll aus. Und dann dürfte das Ding auch wieder ordentlichen Empfang haben. Und dann sind wir eigentlich hier schon mit den meisten Sachen hoffentlich am Ende und können mal Funktionstest machen. Ja, beide Kanäle sind da. Super. So muss das sein. Das Rauschen ist jetzt weg und er hat auch hier mit so einer einfachen Zimmerantenne, sage ich mal, wirklich super Empfang. Also manche Sender hier, wo ich weiß, die sind nicht direkt um die Ecke, die kriegt er hier einwandfrei rein. Und das war jetzt hier die Ursache, dass einfach nur eine kalte Lötstelle an der Antennenbuchse vor dem UKW-Tuner war. Ja, Schraube hier vom Lautstärkegerät das auch fest. Dann machen wir jetzt nochmal einen Test mit Boxen. Und dann haben wir den Verstärker eigentlich schon repariert. Lautsprecher ist jetzt angeschlossen. Zu dem anderen. Ja, da kommt auch Musik raus. Mythos der wertvollen Wissenschaft. Ja? Oft scheint ja die Debatte über Wissenschaft in der Öffentlichkeit ganz hoch so zu laufen, dass... Ja, hier haben wir noch ein Problem, habe ich gerade gesehen. Obwohl ich jetzt hier runterdrehe, springt der hier in der Lautstärke ganz schnell nach oben. Das ist ja kein normales Lautstärke-Poti, das ist so ein, ja, sag mal, Inkrementalgeber. Also sind so Kontakte nur drin, die hin und her geschoben werden. Und dann sagt er dem Bedienprozessor hier Lautstärke hoch oder Lautstärke runter. Das Ganze geht elektronisch. Aber da scheint er ein bisschen zu springen. Ja, kriegen wir natürlich auch relativ leicht in den Griff, zumindest versuche ich das mal hier, ne, bekanntes Mittelchen, ne, Reinigungsspray oder Kontaktreiniger. Da kriegt er jetzt immer so ein bisschen in den Regler rein und dann gucken wir mal, ob das damit zu beheben ist. Und wenn das nicht zum Ergebnis führt, dann müssen wir den Regler noch erneuern, denn das sollte natürlich schon einwandfrei wieder funktionieren, das Gerät. Aber ich sehe schon an der Anzeige, das ist eindeutig besser geworden. Kann es hier langsam drehen, dann geht er langsam runter. Und wenn ich schnell drehe, geht er schnell hoch. Ja. Ja, pff. Ganz einfache Geschichte. Ne? Das ist wie wenn die Lautstärkeregler kratzen. Das ist hier das gleiche. Ne, dann kriegt er einfach nur nicht den richtigen Impuls zum Hoch- oder Runterschalten. Ja, und dann denkt er irgendwann, wenn man hier runterdreht, dass er im Prinzip rauf gedreht wird und dann kann der Prozessor das nicht richtig auswerten. Ja, dann knallt er einfach die Lautstärke hoch. Kann natürlich auch sein, dass sowas hier dann zu einem Schaden an der Endstufe führt. Ne? Wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich war bei der Party dabei, der Verstärker ist einfach bei hoher Lautstärke irgendwann ausgefallen. Gut, ich würde mal sagen, alles soweit in meinen Augen wieder repariert, bis auf eine Geschichte, die Fernbedienung. Fernbedienung habe ich auch schon ein sehr umfangreiches Video zugemacht. Ne? Könnt ihr hier oben mal reinklicken an die Stelle und hier unten auf den grünen Punkt könnt ihr auch mal draufklicken. Da gibt es dann noch viel mehr Informationen zu der Thematik. Standardprogramm natürlich mal gucken, was ist mit den Batterien, sind die noch in Ordnung? Und da das Ding wahrscheinlich in Ewigkeit in der Ecke steht, gehe ich mal davon aus, dass die Batteriekontakte, ja, ne, wie gesagt, total oxidiert sind. Da werden wir mal die Batterien überprüfen und gegebenenfalls mal hier diese Kontakte sauber machen. Und dann müsste eigentlich die Fernbedienung hier auch wieder funktionieren. Erstmal den groben Dreck hier mal ein bisschen runterkratzen. Ah, da wird wohl irgendwann mal eine Batterie ausgelaufen sein, denke ich mir.
damit das Ganze nicht normal passiert hier an diesen Kontakten, da kann man was gegen tun. Und dann ist so ein, ich sag mal, Zündkerzensteckerfett, das wird ja auch in Fahrzeugen für Zündkerzen verwendet, damit da keine Feuchtigkeit reinkommt und das isoliert. Und das ist auf Silikonbasis. Aber dieses Mittelchen, das verhindert auch relativ zuverlässig, dass wenn so eine Batterie hier nochmal ausläuft, dass diese Säuren, die da drin sind, diese Kontakte hier angreifen. Das macht man hier einfach so ganz bisschen auf Fingerspitze drauf und dann arbeitet man das hier in die Kontakte ein. Und dann schützt das sehr zuverlässig gegen weitere Korrosion. Also wenn die Batterien nochmal auslaufen, dann laufen die zwar aus, aber schädigen hier nicht diese Kontakte. Ein Link zu dem Zeug hier, könnt ihr mal unten in die Videobeschreibung reingucken, auch hier zu dem Reinigungsspray. Da habe ich euch auch hier einen Produktlink hier unten in die Videobeschreibung mit reingepackt. Also wenn ihr da mal zuschlagen wollt und mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne da mal reinklicken. So, dann gucken wir uns nochmal die Batterien an. Die sind aber neu, hatte der Besitzer mir schon gesagt, die hat er wohl schon mal gewechselt, ohne Erfolg. Das prüfen wir natürlich nochmal vorher. Und ja, sehe ich schon sofort voller Ausschlag, also die ist wirklich voll, die Batterie. Und die jetzt hier ist auch voll. Da sind natürlich hier so, ich sag mal, preiswert Batterien. Aber gut, die sind jetzt voll und neu. Und wenn man da mal regelmäßiges Auge drauf hat, ne, dann sollte da jetzt auch alles gut gehen. Ja, da sieht man hier, ne, die Fernbedienung, die sendet wieder. Und da sollte jetzt auch der Verstärker eigentlich drauf reagieren. Und wenn ich jetzt hier mit On-Off betätige, sollte er eigentlich einschalten. Ja, das tut er aber leider nicht. Also hier mit der Fernsteuerung, da funktioniert irgendwas nicht. Er reagiert gar nicht, obwohl die Fernsteuerung eigentlich hier sendet. Ja, jetzt gucke ich mal im Internet, ob das die richtige Fernbedienung ist. Kann ja sein, dass die falsche Fernbedienung ist. Steht zwar Kenwood drauf. Funktionen hier sehen auch soweit passend zum Gerät aus, aber das heißt ja nichts. Ne? Kann ja sein, dass die Fernsteuerung einfach vertauscht worden ist. Ne? Weil ich mache das deshalb, der hat nämlich noch im Wohnzimmer noch eine Stereoanlage von Kenwood auch noch. Und der Sohn, der hat so einen kleinen Receiver. Der ist auch ein Kenwood Fernbedienung dabei. Nicht, dass die Fernbedienung getauscht haben. Ne? Das kann ja sein, dass die versehentlich vertauscht haben. Da werfe ich jetzt hier mal schnell eben hier einen Blick in den Computer und guck mal nach, wie das Gerät hier verkauft wird, ob die Fernsteuerung die richtige ist. Eine Ewigkeit später. Ja, Fernbedienung ist die richtige, passt alles. Habe ich auf einem Verkaufsfoto gesehen, dass die Fernsteuerung auf jeden Fall zu dem Gerät dazugehört. Also daran liegt es nicht. Gut, einen Versuch haben wir noch. Ich will da jetzt nicht zu viel Zeit und Arbeit reinstecken, weil eigentlich braucht er die Fernbedienung nicht. Dem geht es eigentlich nur darum, dass die Endstufe hier funktioniert. Aber das ist eigentlich relativ simpel aufgebaut. Da ist hier hinter dieser Bedienblende, die ist ja so ein bisschen durchsichtig, da ist so ein Infrarotempfänger drin. Da ist so ein Hybridempfänger, also da ist Verstärker, Filter und so weiter alles drin. Das Ding kriegt Plus und Minus. Und dann kommt ein fertiges TTL-Signal aus dem Ding raus und geht dann hier auf den Bedientat-Prozessor. Da werde ich jetzt mal gucken, ob das Ding Spannung kriegt und ob das Signal hier an den entsprechenden Prozessorport kommt. Das mache ich mit dem Oszilloskop, beziehungsweise die Spannung, die beträgt 5 Volt bei diesen Dingern. Die kann ich natürlich mal eben hier kurz noch mit dem Multimeter überprüfen. Das ist ja jetzt kein Hexenwerk und vielleicht kommen wir ja da schon auf eine Lösung. Ne? Kann ja vielleicht sein, dass die Leiter aber unterbrochen ist oder dieser Empfänger kaputt ist. Die Dinger habe ich da. Habe ich zwar auch noch nie so wirklich gehabt, dass dieser Empfänger kaputt geht, aber mein Gott, ne? Kann ja mal passieren. Das Ding ist jetzt an und dann gehen wir hier mal auf die... Oh! Ja, braucht gar nicht weiter messen. Fehler schon gefunden. Kalte Lötstelle. Hätte ich auch mal sofort gucken können. Zeige ich euch aber auch direkt in der Nahaufnahme. Das hier sind die Anschlüsse von dem Infrarotempfänger. Da ist hier einmal Plus, Minus und dann Signal. Ja, und hier der äußere, gehe ich mal ganz vorsichtig mit der Messspitze dran. Ja, da sieht man schon so ein bisschen, ne, der ist locker. Ja, und der mittlere, ich will mal sagen, der fällt schon fast raus, ne, aber der ist auch locker. Und da kann er natürlich nicht funktionieren, ne, wenn da kein Strom ankommt oder das Signal gar nicht erst von dem Infrarotempfänger weggeleitet wird. Kann ich auch nicht funktionieren. Heißt also, auch da löten wir nochmal nach. Jetzt ist alles schön nachgelötet und wir werden das Ganze jetzt nochmal mit der Fernbedienung überprüfen. Soweit ist erstmal wieder alles angeschlossen und dann prüfen wir jetzt mal, ob er auf die Fernbedienung hier direkt schon reagiert und schalten den mal ein.
Ne, tut sich noch nichts. Ah doch, habe ich nicht richtig drauf gedrückt. Ja, funktioniert wunderbar. Guck mal, was ist mit der Lautstärke hier auch über da? Ja, Lautstärke reagiert auch top. Sehr schön. Schalten wir mal einen Lautsprecher ein. Ja, da läuft jetzt gerade Musik. Muss ich mal schnell wieder leiser drehen. Ja, sonst gibt es hier Probleme mit dem YouTube-Algorithmus. Da ja alles soweit jetzt hier erledigt ist und das Gerät nochmal ausführlich Probe gelaufen hat, habe ich den Deckel jetzt schon wieder drauf gemacht. Vorher nochmal Ruhestrom kontrolliert. Ja, und fertig ist die Geschichte hier. Ne? Da brauchen wir jetzt nicht mehr viel zu machen. Fassen wir nochmal zusammen, was war kaputt. Wackelkontakt am Infrarotempfänger, dann hier korrodierte Batteriekontakte, Wackelkontakt, kalte Lötstelle an der Antennenbuchse und dann natürlich hier ein defekter Endstufentransistor und eine defekte Sicherung. Das Ganze war jetzt kein riesen Hexenwerk, die Fehler zu finden und zu beheben, muss man einfach nur mal reingehen, das Ganze sich mal anschauen, mal einen Blick drauf werfen. Ja, mit einem einfachen Multimeter hat das ja hier auch schon zum Ziel geführt und dieses schöne Gerät steht jetzt bereit für die nächste Party und hat natürlich noch viele, viele Jahre vor sich und man braucht so ein Gerät wegen solchen Kleinigkeiten nicht wegzuwerfen. Reparieren statt wegwerfen ist ja mein Motto hier von diesem Kanal und wenn ihr da Interesse daran habt, mehr solcher Sachen zu sehen, dann ist natürlich jetzt hier an dieser Stelle nochmal Zeit auf den Abo-Button zu drücken. Ansonsten, wenn euch der Content hier gefallen hat und geholfen hat, ne, denkt dran, lasst mir einen Daumen hoch da. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und wie ihr mich kontaktieren könnt, wenn ihr mal Fragen habt, ne, seht ihr ja jetzt hier gerade am Ende dieses Videos, da laufen ja alle meine Kontaktdaten durch. An dieser Stelle tschüss zusammen und bis bald mal wieder.